Post von gestern noch nicht geholt hat. Isabella. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tell Me Why. Ja, wenn du keine Zeit für mich hast, dann kümmere ich mich ihm selber drum. Halt mich doch auf. Hey, was macht ihr zwei da drüben? Alles in Ordnung? Ja, alles ist gut. Wir wollten nur... Ich habe Tyler nur erklärt, wo das obere Klo ist. Tyler, hilf mir doch mal. Ja. Toilettennotfall. Seewasser, nicht wahr? Die Saftkur von Mutter Natur. Die Toilette ist gleich hinterm Pausenraum. Hinter dir. Erste Tür rechts. Vergiss es, Tyler. Wir kommen nie im Leben einfach so nach oben. Es ist zu verdächtig. Weißt du, Gregs hat vorhin von einer Feuerübung gesprochen. Gibt es dann irgendwo Notausgänge? Oh mein Gott, brillanter Einfall. Foyer, jetzt. Okay. So, jetzt zeig ich mal her. Okay, mal sehen. Die müssten jeweils vorne raus. Und oben gibt's eine Feuertreppe. Sollte... Ja, ich muss los. Bis dann. Sie kommt nicht mit, damit es nicht so auffällig ist. Hier sollte eine Treppe nach oben führen. Die Frage ist natürlich, ob ich überhaupt durch die Tür komme. Da, Notausgang. Er führt zu einer Treppe an der Außenseite des Gebäudes, aber er wird von innen verschlossen sein. Wenn einer von uns für Ablenkung sorgt, kann der andere nach oben gehen und die Tür öffnen. Da du der Unruhestifter bist, sorgst du für das Ablenkungsmanöver. Das klingt nach mir. Wirklich? Hast du eine bessere Idee? Nicht wirklich. Nicht wirklich, nein. Gut, dann los. Ich gehe jetzt einfach nochmal rein, mach Rambazamba. Bin wieder da. Da ist der Feuermelder. Kann ich mir nicht einfach ganz frech eine Zigarette anzünden? Jetzt anmelden und bis zu 100% College-Gebühren erstattet kriegen. Oh, ist eigentlich nett. So einfach eine Zigarette rauchen kann ich nicht, ne? Das hier hatten wir schon. Der Lichtschalter. Hallo, Lichtschalter. Die Sicherung kann ich wahrscheinlich nicht auslösen, aber ich könnte das Licht ausmachen. Mach einfach. Denk dir was aus. Warum nicht? Oh, ups. Tyler. Sorry, hab mich bloß an der Wand angelehnt, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Ich geh mal rauchen, ne? Okay, in Position. Was jetzt? Geh nach rechts, nachdem du die Wache verlassen hast und dann um das Gebäude herum. Da stößt du auf. Ich weiß auch, wo die Treppe ist. Okay, ich bin an der Tür. Komm schon. Sofort. Be safe, not sorry. Das ist der Briefkastendieb. Da heißt, dass wir beim Feuerwerk aufpassen sollen, bevor was passiert. Und da ein bisschen Werbung für die Polizei. So, der Mülleimer. Diese Mülleimer sind aber wirklich nicht bärensicher. Weißt du, für Tiere ist es nämlich super ungesund, unseren Müll zu fressen. Ruhig, Blut. Keine Zeit für deinen Ranger-Kram. Und ich guck auch Naturdokus, weißt du? Scheiße. Wo bist du? Gleich hier. Öffne die Tür.
stand jemand. Schnell, komm rein. Oh Gott, was habe ich gerade getan? Du hast dein Schicksal in die Hand genommen. Sei stolz. Okay, wir sind oben. Ich werde den Schlüssel fürs Archiv brauchen. Wie alt ist Brown? 38. Oh, wow. Hat seinen Abschluss jung gemacht. Er war der jüngste Beamte im DCPD. Wenn Eddie uns hier erwischt... Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ich bin ehrlich, er sah ein bisschen älter aus. Personalakten, Budgetpläne, aber keine Fallakten. Hier bewahrt Brown wohl seine persönliche Post auf. Sieht aus, als arbeite er mit dem Jugendamt an einem Fall. Das geht uns nichts an. Aber vielleicht schon damals? Warum hat Brown Kontakt zum Leiter von Fireweed? Oh. Was hast du gefunden? Es ist eine Rechnung. Sehr geehrter Mr. Brown, beiliegend finden Sie die letzte Rechnung für den Bewohner Tyler Ronan. Die Fireweed-Administration dankt Ihnen für all Ihre Unterstützung in den letzten Jahren. Ich wusste, dass Eddie sich da bemüht hatte, aber das ist eine Menge Geld. Bloß mehr Geheimniskrämerei. Vielleicht wollte er nicht, dass du dich unwohl fühlst. Jetzt fühle ich mich, als stünde ich in seiner Schuld. Ja, schon. Was haben wir hier unten? Du hast dich für einen Dramakurs im Sommer 2009 beworben? Ja, aber ich wurde abgelehnt. Meine und ich wollten zusammengehen. Er ging. Aber ich saß den ganzen Sommer über mit Justin Bieber hier fest. Warum? Also, laut diesem Brief warst du drin. Was zur Hölle? Also, hat er es einfach abgesagt? Tut mir leid, Allison. Überrascht mich nicht, dass er schon früher gelogen hat. Scheint wohl doch kein so toller Kerl zu sein. Ich würde ja gern sagen, ich hab's dir gesagt, aber... Mache ich mal nicht. Auch wenn ich sie gesagt habe. Findest du irgendwas? Nein. Brown sorgt wirklich dafür, dass alle mitbekommen, was für ein aufrechter Bürger er ist. Nicht wahr? Er ist einfach ein guter Mensch. Wo ich das so sage, fühle ich mich nur noch schlechter. Offensichtlich nicht wirklich, ne? Die Polizei von Dallas bekommt einen neuen Beamten. Der Kerl hat eine Akte. Und was für eine? Warum ist er überhaupt auf der Liste? Shh. Eddie hat echt Schwierigkeiten, hier draußen wen zu finden. Er hat wohl keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Schuldig, schuldig. Alter, für einen bewaffneten Überfall? Ja, klar, Drogen auch. Sowas möchte man auf jeden Fall in einer Polizeiwache wissen. Weiß ich nicht. Also selbst beim größten Fachkräftemangel. Nein. Hallo. Ein Sternbild. Auch wenn wir verbrennen, so gehen wir daraus hervor als Sternenstaub. Ist das... Oh nein. Oh doch. Brennen. Es muss brennen. Ja, ja. Also wir müssen ziemlich sicher ins Archiv. Ich dachte bloß, ich muss hier rein, weil ich mit Sicherheit einen Schlüssel brauche. Vielleicht der aber auch nicht. Der Polizeichef hält Wohltätigkeitsveranstaltungen ab. Oh, ja. Die Gemeindeveranstaltung. Er bot seine Hilfe an. Und weil er so ziemlich jeden kennt und weiß, wer auf wen die Bullen gehetzt hat, übernimmt er den Sitzplan. Aha. Alles durchaus sehr durchdacht. Ich glaube, wir haben ja alles, ne? Dann schaue ich einfach mal direkt zum Archiv. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber vielleicht finden wir etwas in Eddies Büro. Ist das hier ernst? Ich wollte hier gerade raus. Was soll hier denn noch sein? Das hier habe ich alles untersucht. Auch geöffnet.
Der Polizeichef hält Wohltätigkeitsveranstaltungen ab? Hey Eddie, ja. Anwalt findet so einen Einladung. Lalalala. Seine Hilfe an. Und weil er so ziemlich jeden kennt und okay. Gehetzt hat, übernimmt er den Sitzplan. Sie sind herzlich eingeladen. 34. Mal, Festmahl und Tanz. Mhm. Setzen wir die Weckis neben. Muss das sein? Ja, ich finde das lustig. Was soll hier denn noch sein? Also ich würde natürlich immer noch auf einen Schlüssel tippen, aber hier ist halt keiner. Habe ich hier drin was übersehen? Unter dem Person so blablabla. Kapiere ich nicht. Ich war doch gründlich hier. Ich habe doch alles. Bist du sicher, dass du alle Mails gelesen hast? Mails? Kann ich etwa den Computer? Oh. Beruflicher Werdegang, US Army Militär, Private First Class, aha, verantwortlich für Vergehen des Teams, unterstützt in der Ausbildung von Untergebenen, Wartung von Ausrüstung, Überwachung der Anfertigung von Sandwiches, Bedienung der Kasse zur Abwicklung von Transaktionen mit Kunden, auf Erhaltung der Moral, Ausbildung. Bist du sicher, dass du alle Mails gelesen hast? Ja, hier könnte funktionieren, bei dem anderen ist auch kein Kleberchen drauf, vielleicht ist das ganz gut so. Entlassung unter ehrenhaften Bedingungen aus den Streitkräften der Vereinigten Staaten von Amerika. Hiermit wird bestätigt, dass Donald M. Mert Private First Class. Okay, wurde ehrenhaft. Also ist auch nicht rausgeflogen. Donald Mert sollte es hoffentlich werden. Wow, Brown hat unsere Akte heute eingesehen. Moment, was? Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Aber hier steht eine Referenznummer. R68653. R68653. Muss ich mir halbwegs merken. Abendessen. Tom hat Eddie zum Essen eingeladen? Oh, ja. Tom setzt alles daran, dass Eddie ihn öffentlich unterstützt. Und? Unterstützt er ihn? Er will lieber neutral bleiben. So, guten Morgen, alle mit, bitte, bla bla, Mittwoch. Bias, das ist keine Strafe und steht auch nicht mit der Entlassung von Renny Spears in Verbindung. Keine Ahnung, worum es da wirklich gehen soll. Das ist auch Wurst, Nacho-Desaster. Mensch, wer hat heute Morgen in den Kaffee gepisst, was? Leute, wir sind ja alle erwachsen, was auch, wer auch immer ständig dreckiges Geschirr in der Spüle lässt. Ja, das ist alles nicht so interessant. Ins Archiv. Da muss unsere Akte sein. Ja, da wollte ich ja hin. R686, ich glaube, 53. Bitte sag mir, du kennst den Code. Zum streng geheimen Polizeiarchiv? Klar. Und wie soll ich dann die Tür öffnen? Ich habe stundenlang nebenan gespielt. Es sind ständig Leute reingegangen. Der Ziffernblock macht diese Melodie. Dam da di du. Dein Ernst? Na los, versuch's. Hör auf. Ich wusste nicht, dass du ein absolutes Gehör hast.
Sei still. Mensch, nur 24 verschiedene Möglichkeiten. Ja, entspann dich. Nein. Wie ging noch diese Melodie? Dam da dei du. Ach, das ist du. Dam da dei du. Okay, ich hab's. Das sind die falschen Zahlen. Komm schon. Jetzt aber. Ja. Geiler Scheiß. Sieht aus, als würde alles digitalisiert. Ach, stimmt. Darüber hatte sich Eddie ja beschwert. Sie müssen alles neu sortieren. Toll. Geschlossene Akten wurden digitalisiert. Aber nur die von 1990. Und das heißt? Das heißt, unsere ist noch irgendwo in diesen Kisten. Okay. R686. Ein Raum voller verstreuten und ein halbfertiges Sortiersystem. Ja, das wird ein großer Spaß für dich. Ich gehe und halt Ausschau. Was? Warum muss ich mich denn durch alle Kisten wühlen? Na, wie gemein. Wenn mich jemand sieht, habe ich eine bessere Ausrede, warum ich hier bin. Meld dich, wenn du was brauchst. Ist ein Argument. R68653. Sieh nach. Sieh nach, sagt sie. Okay. Ich würde die anderen trotzdem gern so ein bisschen durchstöbern. Nö. Ach, dann sagt er einfach nö. Die hier auch nicht. Ja gut, dann kann ich auch direkt schauen. Und? R6. Nun, es ginge viel langsamer, wenn man uns erwischt, also. R686. R68. Das könnte sie sein. Sieht aus wie eine Schritt-für-Schritt-Beschreibung der Ermittlung. Von meinem Partner, Officer Christian Holt, über Unfall an der 12 Canary Road, Delos Crossing, a.k.a. 77477 informiert, weiße Frau identifiziert als Marianne Ronan, geboren, bla bla bla. Vom Pier in den See gefallen. Tatort erreicht, Briefing zum Vorfall durch Streifenpolizist, Zeuginnen. Beide minderjährig, also die Kinder. Ausfindig gemacht, Kinder der Marianne Ronan, Zeugenbefragung nicht möglich, da bald unter Schock stand. Die Kinder wurden in die Obhut von Streifenpolizist Jay Chan gegeben. Brown. Gerichtsmedizinischer Ermittler trifft am Tatort einen Fingerabdrücke des Opfers genommen, Labortechniker vor Ort, fotografieren des Tatorts angefertigt und nicht gemeldete Schrotflinte des Typs Rustler 3121 sichergestellt, Munition vor Ort sichergestellt, Scheune Brown. Und? Bisher sehe ich nichts, was wir nicht schon wissen. Leichnam wurde an Gerichtsmedizin überführt, Tatort gesichert, Brown. Selbst wenn unsere Akte noch nicht digital ist, steht sie vielleicht schon im Appendix. Kinder auf der Wache befragt, es wurde ausgesagt, nachdem A durch Schwester A Ronan, aber kurz, als Ronan voll Floh habe, also Mary Ann hat ihn ans Pier verfolgt, ja, das wissen wir. Äh,
eine Stichwunde zugefügt, ehe sie ins Wasser gefallen sei. Zeugen sagen aus, kurz darauf den Notruf verständigt zu haben. Schere konnte nicht gefunden werden. Staatsanwalt, Fall an Staatsanwalt Gruß übertragen. Wurde des Totschlags angeklagt. Uff. Das ist ein Kind. Also war es zumindest zu diesem Zeitpunkt noch. Ja, räumen wir das gleich auf, sonst fällt es leider auf. Am Appendix sagst du. Was ist das hier? Achso. Darüber hatten wir schon gesprochen. Am Appendix. Was auch immer das heißen soll. Okay, bin drin. Es gibt eine Stichwortsuche. Wonach soll ich suchen? Ich weiß nicht. Marianne Ronan? 1. März 2005? Ja. Polizeibericht. Autopsiebericht. ...24-Stunden-Bericht, Tötungsdelikt, Opferinformation... ...ja... ...persönliche Daten... ...wie kann ich das jetzt lesen? Ich würde das... ...gerne lesen. Speicher 05R61889... ...die Nummer lautet... ...05R61889... Da. Opfer Marianne Ronan, Geschlecht... ...weiblich, bla bla bla... Opfer bedrohte eigenes Kind auf dem Pier mit einer Waffe. Kind attackierte das Opfer mit einer Schere, woraufhin dieses in den See fiel. Mitarbeiter im Dienst, Initialen, Nachname, Seriennummer, Rang, Details. Brown, ja. Die beiden Kinder. Beweismittelauflistung, Gegenstand 1, Menge 1, Artikel Schrotflinte. Das war's. Zugelassen auf Sam. Oh. Marianne hat die Kinder praktisch mit Sams Schrotflinte bedroht. Der gesamte Tathergang. Wow, das ist ja ein halber Roman. Am 1. März 2005 gegen 22 Uhr verließ das Opfer Marianne Ronan, eine 41-jährige weiße Frau, ihr Haus und betrat ihre Garage, um eine 9mm Schrotflinte der Marke Rustler 3121 zu laden. Kurz darauf betrat ihr Kind Ronan, 11 Jahre alt, die Garage, um seiner Mutter den neuen Haarschnitt zu zeigen, den es von seiner Schwester erhalten hatte. Der Zeugenaussage von der Zeugenaussage zufolge reagierte Marianne auf den Haarschnitt mit einem Wutausbruch und bedrohte das Kind mit der Schrotflinte. Er floh aus der Garage in Richtung des Sees und rief laut um Hilfe. Marianne folgte ihr nach wie vor bewaffnet auf den Pier auf der Südseite des Grundstücks. Vom Lärm alarmiert begab sich die Schwester ebenfalls aus dem Haus in Richtung des Piers, wo sie beobachtete, wie Marianne den bedroht. Mit der für den Haarschnitt verwendeten Schere auf sie einstach, um sich selbst zu verteidigen. Beide Zeugen sagen aus, dass Marianne Ronan habe zu dem Zeitpunkt das Bewusstsein verloren und sei in den See gefallen. 22.29 erhielt Officer Christian Holt bla 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 den Anruf, in dem der Vorfall geschildert wurde. Streifenpolizist Chan wurde an den Tatort entsandt. Riegelte den Tatort ab. Tatortprotokoll, bla 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 bla. Holt und Brown erreichen den Tatort. Eine geladene Schrotflinte der Marke Rustler auf dem Pier. Ja, es waren keine Schüsse abgegeben worden. Sie wiesen das forensische Personal an, die Gegenstände zu sichern. Es wurde ja auch nicht geschossen. Ronan sagte auch bla bla bla, sie habe sich in dem Schlafzimmer im Obergeschoss befunden, als sie die Schreie hörte. Hat sie nicht. Sie hatte Eis geschlürft. Marianne hat auch nicht gedroht zu schießen. Sie hat auch nicht gesagt, dass sie die Kinder umbringt.
Aha. Also die haben da schon ganz ordentlich gelogen. Die Kinder. So, dann haben wir praktisch noch den forensischen Bericht. Ich will alles. Das nicht, das, das, aber das und das nicht. Wo hat man Eddie Brown? Autopsiebericht. Die hat beide, also die kommen beide von Eddie Brown. Aufnahme. Oh, hier gibt es so viele Kombinationen. Die Aufnahme würde ich gerne mal. Dallas Crossing Police Department. Hallo? Hallo? Hallo, ich kann dich hören. Meine Mutter. Sie ist ins Wasser gefallen und taucht nicht mehr auf. Okay, wo bist du jetzt? Zu Hause. Wir sind zu Hause. Bist du allein? Wo ist dein Papa? Hier sind nur ich und meine Schwester. Hör zu, Kleine, wie lautet deine Adresse? Canary Road 12. Bitte. Schnell. Bleib einfach, wo du bist, okay? Wir schicken dir Hilfe. Nicht auflegen. Okay. Ich sehe gerade, wir sind auch schon wieder tierisch in der Überlänge. Dann bleibt jetzt im Endeffekt trotzdem bloß noch der Autopsiebericht. Vorfallsbericht. Polizeibericht, Vorfallsbericht. Das hier brauchen wir. Nein, ich will den Autopsiebericht auch. Warte, Veggie. Meldung zu Diebstahl, Kinderverwahrlosung. Der Veggie hat das kurz vorher in die Wege geleitet. Und ich komme hier nicht mehr. Verflucht. Ich will trotzdem auch noch den Autopsiebericht. 05R627. 05R62766. 05R627. Nee. 05R627. Kann es sein, dass das gar nicht hier ist oder übersehe ich es einfach? Das ist das hier, was schon auf dem Tisch steht. Ich habe Ihren Autopsiebericht. Okay. Sie, Gott. Was? Sie ist ertrunken. Die Stichwunde war nicht tödlich. Was? Dann war ich ja sogar... Im Endeffekt war... Waren wir dann wirklich unschuldig? Na gut. 2 Grad nach Ankauf mit Schere durch Tochter, bla bla bla. Keine Vorerkrankung. Schaumpilz im Mund und Nase, Hirnödem. Wassereinlagerung in Lunge. Nasennebenhöhlenröhre, bla 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 bla. Wurde für einen oben benannten Befund eine Operation durchgeführt? Nein. Hier noch irgendwas Interessantes. Herzblut, das wurde alles okay. Analysen positiv. Ich sehe gerade, oh Gott, wir sind schon wieder viel zu weit in der Überlänge. Scheiße, scheiße, scheiße. Eddie kommt die Treppe rauf. Was jetzt? Was soll ich tun? Halt ihn hin. Halt ihn auf. Und zwar bis zur nächsten Folge. Sag ihm, ich bin im Bad, bring ihn in sein Büro. Ja, das wird sich bis nächste Folge geklärt haben. Bis dahin noch einen wunderschönen Nachmittag. Macht's gut und ciao, ciao.